Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. So geschehen am zurückliegenden Sonntag, denn am 1. Dezember konnten wir den ersten Advent begehen. Heute am Montag, dem 2. Dezember, heiße ich Sie, sehr geehrte Zuschauer, nun recht herzlich willkommen zum Regionalmagazin hier im Elbe-Kanal. Mit diesen Themen sind wir heute für Sie da. Vorfreude auf das Fest. Traditioneller Weihnachtsmarkt in Bad Salzelmen lockte zahlreiche Besucher. Einblicke, Tag der offenen Tür in der Maxim-Gorki-Schule Schönebeck. Und Gewinnfrage, neue Chance auf den Gewinn des Medium der Woche. Bevor wir zu unseren Themen der heutigen Sendung kommen, an dieser Stelle noch einmal der Hinweis und der Aufruf, dass Sie bei unserem großen TV-Duell der OB-Kandidaten mit dabei sein können. Das Ganze findet statt am 5. Dezember im Stadtwerkehaus in der Zeit von 18 bis 20 Uhr. Wir laden Sie an dieser Stelle ein, einfach mit dabei zu sein. Reservieren Sie sich einen Sitzplatz. Sie können natürlich auch am Abend direkt zu der Veranstaltung kommen und gucken, ob denn noch Plätze für Sie da sind. Wir berichten natürlich dann vom großen TV-Duell hier bei uns im Regionalmagazin. Doch wenn Sie live Ihre Fragen stellen möchten, dann sollten Sie bei dieser Veranstaltung mit dabei sein. Zurück zum Regionalmagazin, sehr geehrte Zuschauer, blicken wir auf den Bad Salzelmener Weihnachtsmarkt. Dieser fand am zurückliegenden Wochenende statt. Zahlreiche Buden, Geschäfte und Karussells waren aufgebaut. Wir waren einmal vor Ort, um Ihnen einige Eindrücke von dieser Veranstaltung zu vermitteln. Der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln lag in der Luft. Von überall her erklingt Weihnachtsmusik. Wie jedes Jahr am ersten Adventswochenende fand der traditionelle Weihnachtsmarkt in Bad Salzelmen auf dem Salzer Markt statt. Veranstaltet wurde er wie immer vom Museumsförderverein und vom Salzlandmuseum. Die Einnahmen, welche an diesem Wochenende generiert wurden, werden für den aktuellen Umbau des Museums verwendet werden. Trotz des etwas schlechten Wetters ließen sich die Besucher ihre gute Laune nicht nehmen und die verschiedenen Köstlichkeiten schmecken. Sicherlich wird es auch im nächsten Jahr wieder den traditionellen Weihnachtsmarkt in Bad Salzelmen am Wochenende des ersten Advents geben, um damit die Weihnachtszeit für das Jahr 2014 einzuläuten. Die soeben gesehenen Bilder sind am Samstagnachmittag entstanden. Sicherlich nicht die schöne Lichterkulisse, wie sie sich dann am Abend den Besuchern gezeigt hat. Dennoch war der Weihnachtsmarkt in Bad Salzelmen sehr gut besucht. Zufriedene Geschäftsleute, zufriedene Kunden bzw. auch ein zufriedenes Salzlandmuseum. Eine Wiederholung wird es definitiv geben im kommenden Jahr. Wir werden auch darüber sicherlich berichten. Ja, sehr geehrte Zuschauer, hier bei uns geht es weiter mit den Kurznachrichten aus der Region. Wir haben wieder Interessantes für Sie zusammengetragen.
Ein vorweihnachtliches Fest wurde am 30. November in der Maxim-Gorki-Schule gefeiert. Mit diesem Fest stimmen sich alle Schülerinnen und Schüler, Lehrer, Eltern und Gäste auf die Weihnachtszeit ein. Von 14 bis 17 Uhr konnte gemalt, gebastelt und viel gelacht werden. Ein bunter geschmückter Weihnachtsbaum machte die winterliche Atmosphäre perfekt. Für die Gäste standen neben leckerem Kuchen auch warme Getränke und Würstchen zum Aufwärmen bereit. In den Räumen der Schule fand ein kleiner Flohmarkt der Schüler statt, bei dem für ein wenig Geld kleine Spiele und Plüschtiere erworben werden konnten. Die Schülerinnen und Schüler und kleine Besucher hatten die Möglichkeit, eine Adventskerze im Glas zu gestalten und anschließend mitzunehmen. Ein Glücksrad mit kleinen Gewinnen stand ebenfalls bereit. Für die Schüler war dieser Tag der offenen Tür ein ganz besonderer Tag. Für ihre Schule, der Maxim-Gorki-Schule. Die stellvertretende Oberbürgermeisterin Schönebecks Gisela Schröder hat am Donnerstag, dem 21. November, an einer Streckenbereisung eines Nahverkehrszuges der NASA teilgenommen, welche auf eine neue Streckenführung ab dem neuen Fahrplan aufmerksam machen soll. Teilgenommen hatten auch weitere betroffene Bürgermeister der Haltepunktkommunen sowie Landrat Ulrich Gerstner. Ab dem 16. Dezember diesen Jahres muss der Fahrgast auch auf der Strecke Bernburg-Nienburg-Schönebeck-Magdeburg nicht mehr umsteigen. Gisela Schröder begrüßt diese Verbesserung ausdrücklich. Profitieren noch die Fahrgäste aus Schönebeck und von auswärts, vor allem aber die Fahrschüler der berufsbildenden Schulen in Schönebeck von dieser Verbindung. Einen ausführlichen Bericht zu diesem Thema mit Interviews sehen Sie in einer der kommenden Ausgaben des Regionalmagazins. Aufgrund von Reparaturarbeiten bleibt der Badebereich als auch der Saunabereich der Schwimmhalle in Schönebeck am 4. Dezember ganztägig geschlossen. Die Mitarbeiter der Volksschwimmhalle bitten um Verständnis. Mit dem bundesweiten Illuminationsprogramm für Bahnunterführung ist die Stiftung Lebendige Stadt jetzt in Frankfurt am Main zum Bundessieger in der Kategorie Kultur im Rahmen des Wettbewerbes Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen 2013-2014 gekürt worden. Über 1000 Bewerbungen aus allen Teilen Deutschlands waren dafür eingegangen. Auch Schönebeck-Elbe hatte als eine von wenigen ostdeutschen Städten erfolgreich an diesem Illuminationsprogramm teilgenommen, sein Bahnbrückental in effektvolles LED-Licht gesetzt und ist somit mittelbarer Gewinner. Ein geplantes Buchprojekt der Stiftung wird das Schönebecker Beispiel ausführlich dokumentieren. Derzeit ist ein gelungenes Graffito mit der Darstellung einer fiktiven Ladenzeile Gesprächsstoff für die Passanten. Das Tor zur Altstadt ist deutlich lebendiger und schöner geworden. Soweit die Kurznachrichten für die heutige Montagsausgabe, sehr geehrte Zuschauer. An dieser Stelle möchte sich Robert Leubeling Ihnen noch einmal vorstellen. Der beste Weg, die Zukunft vorherzusagen, ist es, sie zu gestalten. Mein Name ist Robert Leubeling. Ich kandidiere zur Wahl am 15.12. für die Grünen. Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin Diplom-Finanzwirt und arbeite im öffentlichen Dienst. Mit meiner Verlobten wohne ich seit einigen Jahren hier in Schönebeck. In meiner Freizeit gehe ich mit meiner zukünftigen Frau zum Standard- und Lateintraining auf Turnierebene und schreibe Romane. Ich habe bereits einen veröffentlicht. Kinderbetreuung darf kein Luxus sein. Jeder hat das Recht auf einen Kita-Platz und jeder muss sich diesen leisten können. Kinder sind ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Legen wir den Eltern keine unnötigen, bürokratischen und finanziellen Hürden in den Weg. Auch Wirtschaft ist wichtig. Geben wir unseren Händlern ein wichtiges Instrument für nachhaltiges und regionales Wirtschaftswachstum in die Hand. Lassen Sie uns eine Regionalwährung einführen. In einer alternden Gesellschaft wird das Thema Barrierefreiheit immer wichtiger. Ich setze mich dafür ein, die Stadt für jeden von uns frei zugänglich zu gestalten. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Ihre Stimme zur Wahl am 15.12. für Kinderbetreuung, Wirtschaftswachstum und Barrierefreiheit. Ihr Robert Leubeling. Einer der Kandidaten, welcher sich am 15. Dezember zur Wahl des Oberbürgermeisters stellt.
Er wird ebenfalls bei unserem großen OB-TV-Duell dabei sein, das Ganze am 5. Dezember im Stadtwerkehaus. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis, wenn Sie mit dabei sein möchten, dann haben Sie zum einen die Gelegenheit dazu, sich noch einen Sitzplatz zu reservieren oder Sie kommen einfach am Abend pünktlich zu der Veranstaltung im Stadtwerkehaus. Ich gebe an dieser Stelle ganz kurz ab in die Werbung, danach hier bei uns natürlich noch die Veranstaltungshinweise, weitere Informationen und das Wetter. Bis gleich. Boah, was für ein Naht. Elektro, Gas, Unterpulver? Ich schweiß alles. Und ich weiß auch alles. Schweißausbildung bei Teutloff. DVS, Kurstätte in Kalbe. Bäckerei Schwarz, seit 120 Jahren Ihr Bäcker aus der Region. Unsere neue Filiale in Schönebeck am Stadtfeld 26 hat für Sie eröffnet. Besuchen Sie uns in unserem umgebauten und neu eingerichteten Laden. 14 Sitzplätze und eine besondere Atmosphäre laden zum Verweilen ein. Ihre Bäckerei Schwarz, jetzt neu am Stadtfeld 26 in Schönebeck. Frische und Qualität erhalten Sie bei der Fleischerei Reiske in der Schillerstraße 17. Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und den Verkauf. Unsere Angebote in dieser Woche: Wickelbraten 100 Gramm zu 55 Cent, frisches Schweinefilet 100 Gramm zu 1 Euro und frische Rippchen 100 Gramm zu 25 Cent. Seit 15 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske wünscht angenehme Adventssonntage. Ich gehe kicken beim Schönebecker SV 1861. Wir gehen ins Konzert zur Mitteldeutschen Kammerphilharmonie. Wir gehen zum Treff zum Schreien. Wir gehen zur AWO Kindertagesstätte. Ob Kultur, Sport oder Soziales, die Erdgas Mittelsachsen GmbH ist für Sie immer ein zuverlässiger Partner. Danke, EMS. EMS, Energie mit Service. Erdgas und Strom sind unser Geschäft. Jetzt anrufen und sparen. 105 Jahre Kiltz. Ab sofort bei uns erhältlich. Weihnachtsdekorationen von Inesco, Villeroy & Boch, Göbel, Hutschenreuter und Bollweg. Um ein individuelles oder passendes Geschenk zu finden, steht Ihnen unser Verkaufsteam gern beratend zur Seite. Das Einpacken übernehmen wir für Sie, selbstverständlich kostenlos. Kommen Sie vorbei und finden Sie das richtige Geschenk. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Kiltz, Ambiente für Tisch und Küche am Markt 4 bis 5 in Schönebeck. Benötigen Sie eine neue Waschmaschine oder einen neuen Herd mit modernster Elektronik und Energiesparsystemen? Dann ist Hausgeräte Matthias der richtige Ansprechpartner. Unsere Leistungen beziehen sich auf den Verkauf und Service von Haushaltsgeräten, Kundendienst und die Haustechnik. Beratungen, Installationen, Reparaturen und Wartungen gehören ebenfalls dazu. Wir stehen Ihnen montags bis donnerstags von 9 bis 18 Uhr und freitags von 9 bis 16 Uhr zur Verfügung. Kommen Sie am Stadtfeld 26a vorbei und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Sie möchten sich in den kommenden Jahren nicht mehr mit den schwankenden Strompreisen beschäftigen? Seit dem 1. Juni 2012 können Sie mit SWS Transparenzstrom langfristig planen und werden zu günstigen Konditionen beliefert. Wir bieten Ihnen unsere Strompreisgarantie auf den stabilen Stadtwerkeanteil. Wahlweise bis zum Jahresende 2013, 2014 und 2015. Ausgenommen sind die Anpassung der staatlichen Abgaben aus dem Erneuerbaren Energiegesetz, die § 19 Strom-NEV-Umlage und die Offshore-Haftungsumlage. Zusätzlich bieten wir Ihnen einen Laufzeitrabatt für das jeweilige Produkt. Maximal 0,714 Cent je Kilowattstunde bei Vertragsabschluss mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2015. Denken Sie heute schon an morgen.
Für unser neues Produkt SWS Transparent Strom können Sie zusätzlich die Option Ökostrom wählen. Hier erhalten Sie Ihren Strom aus 100% erneuerbaren Energien aus Wasserkraft. Der Arbeitspreis erhöht sich für unser Ökostromprodukt nur um 0,75 Cent je Kilowattstunde. Haben Sie noch Fragen? Wir begrüßen Sie gerne im Stadtwerkehaus in der Friedrichstraße 117 in Schönebeck oder beraten Sie telefonisch unter 03928 788 688. Weitere Informationen finden Sie im Web unter stadtwerke-schönebeck.de. Andere machen sauber, wir reinigen gründlich. Ihre Gebäudereinigung Nico Peters. Telefon 0152 232 03053. Sie brauchen schnell mal ein Passbild? Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, damit alle Zuschauer wissen, wie gut und günstig sehr gute Qualität sein kann. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Zurück aus der Werbung geht es weiter mit Bert Knoblauch. Er ist ebenfalls einer der Kandidaten um den Posten des Oberbürgermeisters. Auch er möchte sich Ihnen noch einmal ein wenig näher vorstellen. Mein Name ist Bert Knoblauch, ich bin 40 Jahre alt. Sport. Sport ist ein ganz erheblicher Bereich der Stadt Schönebeck. Er nimmt für unsere Stadt einen besonderen Stellenwert ein. Wir haben nicht nur tolle Mannschaften, die herausragende Leistungen bringen und die Stadt nach außen repräsentieren. Aus der Stadt sind auch ganz erfolgreiche Einzelsportler hervorgegangen in den vergangenen Jahren, auf die Stadt stolz sein kann. Aus diesem Grunde gilt es, den Sport in der Stadt weiter umfangreich zu fördern, die Mannschaften zu fördern, vor allem dem Nachwuchs Möglichkeiten zu geben, hier zu trainieren. Dies ist zum einen soziale Prävention, zum anderen aber auch Prestige für die Stadt. Auch für mich und meine Familie spielt Sport eine große Rolle. Ich selbst bin noch in der Altherrenmannschaft von Wacker Felgeleben aktiv und spiele regelmäßig dort Fußball. Auch meine Kinder sind sportlich in Vereinen aktiv. Zwei Söhne spielen Fußball hier in Schönebeck. Ein Sohn spielt Handball in Glinde. Meine Frau betreut die Fußballmannschaften aktiv als Physiotherapeutin. Da der Sport so eine große Rolle in unserer Stadt spielt, ist es oberste Aufgabe, diesen auch in Zukunft nach besten Möglichkeiten zu fördern und hier zu erhalten. Auch Bert Knoblauch wird bei unserem großen TV-Duell am 5. Dezember im Stadtwerkehaus dabei sein. Wir kommen zu Helene Fischer. Ihr aktuelles Album als CD und DVD unter dem Namen Farbenspiel bekannt ist unser Medium der Woche, welches Sie heute zum ersten Mal gewinnen können. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Helene Fischer muss sich und anderen längst nichts mehr beweisen. Sie ist die Künstlerin der Stunde im deutschsprachigen Bereich. Konzerttouren von über 200.000 begeisterten Menschen, vielfache Gold- und Platin-Auszeichnungen, Echo-Preise, eigene TV-Show und bereits eine eigene Dokumentation stehen auf ihrer Erfolgsliste. Und das allein im Jahr 2013. Ich will alles oder gar nichts.
Und nun kommt noch ein neues Studioalbum. Farbenspiel heißt das brandaktuelle. Produziert und komponiert wurde es, wie alle bisherigen Alben auch, von dem Erfolgsproduzenten John Frankfurter. Farbenspiel mag durchaus als Motto ihres musikalischen Schaffens verstanden werden. Vielschichtig, abwechslungsreich, aber immer in ihrer Welt. Einfach 100% Helene Fischer. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Nachdem Sie nun noch einmal ein paar Einblicke gewinnen konnten, was Sie denn bei dieser CD oder DVD erwartet, stellen wir nun die Gewinnfrage, denn wenn Sie diese richtig beantworten, gehört eine dieser CDs bzw. DVDs Ihnen. Heute möchte ich von Ihnen wissen, welches große Event war denn am zurückliegenden Sonntag, dem 1. Dezember? Ein kleiner Hinweis, 4 Kerzen gehören dazu, eine konnte am zurückliegenden Sonntag angezündet werden. Wenn Sie die richtige Antwort wissen, ran ans Telefon, die 405770 gewählt oder eine E-Mail an info@elbemedien.de. Sie können uns auch gern persönlich besuchen, hier bei uns in der Bahnhofstraße 5 und uns Ihren Lösungsvorschlag nennen. Mitmachen lohnt sich, 3 dieser CDs bzw. DVDs warten auf Ihre Gewinner. Was wartet noch auf Sie? Natürlich unsere Veranstaltungshinweise. Wir möchten Ihnen verraten, was in den kommenden Tagen und Wochen überall noch so passiert. Weihnachten steht vor der Tür. Deswegen findet vom 3. bis 5. Dezember dieses Jahres der 4. Weihnachtsbasar der Poliklinik statt. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind hierzu recht herzlich am Stadtfeld 1 eingeladen. Der CDU-Ortsverbandsvorsitzende Bert Knoblauch lädt alle seine Mitglieder und deren Begleitpersonen am 5. Dezember diesen Jahres zur Weihnachtsfeier ein. Los geht es um 18 Uhr in der Gaststätte zum Pferdestall im Vereinshaus Chausseestraße 26 in Eggersdorf. Der Solepark Schönebeck-Bad Salzelmen lädt am Freitag, dem 6. Dezember, zur nächsten Besichtigung Gradierwerk am Abend ein. Beginn ist für alle Interessierten um 19 Uhr. Getroffen wird sich vor dem Roten Haus, dem Sitz der Stadtinformation. Schon tagsüber beeindruckt das imposante Gradierwerk die Besucher des Kurparks. Doch in abendlicher Dämmerung geht von dem imposanten Bauwerk eine faszinierende Ausstrahlung aus. Nach einem Einblick in die Geschichte und den Nutzen des Gradierwerks krönt, in Abhängigkeit der Witterung, der anschließende Aufstieg den abendlichen Rundgang. Am 7. Dezember dieses Jahres findet die Weihnachtsfeier der IG Bergbau Chemie Energie Ortsgruppe Schönebeck statt. Alle Mitglieder der IG BCE werden dazu gemeinsam mit ihrem Partner um 18 Uhr in die Barbarastraße beim SSV, ehemalig Motor, eingeladen. Zusammen mit dieser Feier findet auch die Jahreshauptversammlung statt. Interessierte Mitglieder können sich bis zum 29. November dieses Jahres unter folgenden Telefonnummern bis 20 Uhr anmelden. 03928 42 50 49 oder 03928 84 51 22. Der Solepark Schönebeck-Bad Salzelmen lädt am Freitag, den 13. Dezember ab 19 Uhr zum winterlichen Vergnügen mit Glühwein und Live-Musik in den Kunsthof. Bei Glühwein und beschwingter Dixieland-Blasmusik lässt sich die Kulisse des Kunsthofes genießen und der Weihnachtsstress einen Moment vergessen. Für Spaß bei den kleinen Besuchern wird ein geführter Kinderlampignon-Umzug geboten, auch dieser wird in diesem Jahr von Musikern begleitet.
Sollten Väterchen Frost und Mutter Natur den Damen des Kunsthofes keinen Strich durch die Rechnung machen, so wird an diesem Abend auch der letzte Gradierwerkaufstieg des Jahres angeboten. Von hoch oben kann man die Lichter der Stadt im Schnee glänzen und leuchten sehen, den Kurpark in seiner winterlichen Pracht betrachten und in nah und fern weitere Sehenswürdigkeiten entdecken. So kurz vor dem dritten Advent gibt es zu diesem letzten Rundgang im Jahr 2013 auf dem Gelände des Kunsthofes ab 19 Uhr Glühwein, Kinderpunsch und schmackhafte Kleinigkeiten vom Grill. Informationen zu diesem Event und weiteren erhalten Sie bei der Stadtinformation Markt 21 und am Soloturm oder telefonisch unter 03928 705555 bzw. 842742. Bald schon ist Weihnachtszeit, fröhliche Zeit. Und weil es nun wirklich nicht mehr lange dauert, der erste Schnee bereits in den Nachrichten angekündigt wurde und in der Vorweihnachtszeit gerne Traditionen gepflegt werden, lässt auch das Landespolizeiorchester Sachsen-Anhalt sein traditionelles vorweihnachtliches Konzert ankündigen. In den vergangenen Jahren ging das begeisterte Publikum stets beschwingt und gut gelaunt nach Hause, nachdem es das Landespolizeiorchester erlebt hatte. Die Faszination der weihnachtlichen Atmosphäre, die in jedem Jahr im Dr. Thulberg-Saal zu spüren ist, lässt das Publikum nach einer Fortsetzung verlangen. Um diesem Wunsch nachzukommen, gastiert das Landespolizeiorchester unter Begleitung der Sängerin Petra Laube am Sonntag, den 15. Dezember, ein weiteres Mal im Dr. Thulberg-Saal. Karten für das weihnachtliche Konzert sind in den Stadtinformationen am Markt und am Soloturm sowie telefonisch unter 03928 705555 oder 03928 842742 und an der Tageskasse erhältlich. Der Kunsthof Bad Salzelmen lädt zum weihnachtlichen Schausien am Sonntag, dem 22. Dezember ein. Von 14 bis 17 Uhr lassen sich die Salzsieder und Salzsiederinnen bei der Arbeit im Schausiederhaus über die Schultern schauen und beantworten dabei gern Fragen zu diesem alten Handwerk, welches die Schönebecker Stadtgeschichte maßgeblich geprägt hat. Bei Glühwein, Tee und Weihnachtsgebäck kommt am 4. Advent im Schausiederhaus ganz besonders weihnachtliche Stimmung auf. Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit, sich auf einen geführten Rundgang durch den Soloturm und, abhängig von Witterungsbedingungen, auf das Gradierwerk zu begeben. Von dort können die Besucher dann die Aussicht aus 20 Metern Höhe in den Kurpark sowie in die Magdeburger Börde genießen. Für Gruppen ab 10 Personen wird um Anmeldung unter 03928 705555 gebeten. Nach diesen zahlreichen Veranstaltungshinweisen möchten wir auf das Wetter der kommenden Tage blicken. Heute am Montag war es stark bedeckt, geregnet hat es jedoch nicht. Am morgigen Dienstag soll das Ganze dann ein bisschen auflockern. Auch der Dienstag soll trocken bleiben, Mittwoch dann schon wieder Regen. Doch mehr dazu jetzt in der Wettervorschau. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Das Wetter für die kommenden Tage in Schönebeck. Viele Wolken und teilweise leichte Regen erwarten uns in den kommenden Tagen. Am Dienstag ist es vorwiegend wolkig. Von Vormittag bis in die Abendstunden bedeckter Himmel. Mit maximal 5 Grad werden auch die Temperaturen nicht allzu warm. Zum Abend hin bleibt es weiterhin wolkig, aber trocken. Die Werte sinken in der Nacht auf 2 Grad herunter. Am Mittwoch bleibt es vormittags trocken, jedoch liegen die Werte bei maximal 2 Grad. Dies ändert sich zum Abend hin, dazu kommt Regen, das Ganze dann bei 3 Grad. Mit Bodenfrost ist in der Nacht zum Donnerstag nicht zu rechnen, denn die Temperaturen steigen in den Vormittagsstunden auf 7 Grad an. Ähnlich wie am Mittwoch ist der Vormittag noch trocken, jedoch zum Abend hin können dann Regenschauer aufziehen. Mit Schnee ist nicht zu rechnen, denn die Temperaturen liegen in den Abend- und Nachtstunden um die 4 Grad. Ob Herbst oder Winter, eins ist klar, das Wetter der kommenden Tage passt zu beidem. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Das war es auch schon wieder mit dem Regionalmagazin für den heutigen Montag, den 2. Dezember. Ich hoffe, wir hatten interessante Themen für Sie wieder mit dabei.
Einladen möchte ich Sie noch einmal zu unserem großen OB-Kandidaten-TV-Duell. Das Ganze am 5. Dezember von 18 bis 20 Uhr im Stadtwerkehaus. Möchten Sie dabei sein, sichern Sie sich einen Sitzplatz oder kommen Sie einfach am Abend zur Veranstaltung, sollten dann die Plätze ausreichen. Natürlich werden wir das TV-Duell dann auch hier im Elbe-Kanal für Sie ausstrahlen. Das Ganze dann im Zuge der kommenden Sendungen. Sehr geehrte Zuschauer, das war's. Schauen Sie auch im Internet vorbei, www.elbekanal.de. Dort finden Sie alle Nachrichten und Sendungen noch einmal. Ansonsten sehen wir uns am Mittwochabend wieder. Bis dahin machen Sie es gut, Ihr Christian Kolbe.